Jo, moin Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Heute mal ein paar Rangkämpfe, die habe ich jetzt vor, in Zukunft ein bisschen öfters aufzunehmen. Wenn euch die Idee gefällt, lasst doch einen Kommentar da, gebt dem Video einen Daumen hoch und vergesst nicht zu abonnieren. Denn wie ihr da sehen könnt, haben nur so und so viele von euch mich abonniert. Bin mehr sein. So, kommen wir direkt zum Zitat des Tages. Die Photosynthese der grünen Pflanzen ist der einzige uns bekannte Prozess, bei dem aus anorganischen Verbindungen und Lichtenergie organische, energiereiche Verbindungen aufgebaut werden können. Pflanzen sind schon faszinierende Lebewesen, ne? By the way, ich habe in meinem Team ein Libalo mit Libaro und normalerweise sollten die gebannt sein in den Online-Kämpfen, aber interessant. Okay, Regieleki outspeede ich nicht. Gegen Regieleki brauche ich auf jeden Fall Demeteros. Anders geht's nicht. Demeteros dürfte auch gegen Metagross ganz okay sein. Polaros. Man kann die also benutzen. Da muss ich mal mein Koronoswa mitnehmen. Okay. Ich fange wieder mit Olanga an, um ein paar Angriffe defenden zu können. Es ist die Frage, wen nehme ich noch mit? Also Demeteros wäre gegen Regieleki richtig wertvoll. Mit Libalo komme ich gegen Knackrack klar? Fragezeichen. Ist kritisch. Demeteros könnte ein bisschen was machen. Also gegen Togekiss komme ich klar, gegen Metagross komme ich klar. Gegen Zapdos komme ich mit Demeteros klar. Regieleki brauche ich Demeteros. Polaros dürfte Zapdos oder Libalo reichen. Also ich nehme auf jeden Fall Demeteros mit. Jetzt ist halt die Frage, nimmt er seinen, Weißt du was, wir riskieren's. Gegen Togekiss habe ich eine Giftattacke auf Libalo. Bestes Bild hat der, okay. Schön, dass du das Monokel von Gethsys hat und er leadet mit Polaros. Bei Polaros habe ich gar keinen Plan, was für Items es haben kann. Ich gehe mal auf jeden Fall Höhner, falls er einen Setup-Move hat. Ich habe nämlich keinen Plan. Das ist wie Eishagel oder sowas. Okay, hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Zweimal getroffen, ja, okay. Leben Orb. Machen wir direkt mal unser Reflektor an. Da dürfen wir bis zu 4 Treffer aushalten können. 3. Einer geht noch, hat aber nur 3-mal getroffen, perfekt. Das überleben wir nicht, dann gehe ich für ein Lichtschild für die anderen Pokémon, die er dabei haben wird. Opfere meinen Olanga sozusagen. Es sei denn, der trifft nur 2-mal. Okay, hat aber gereicht. Gut. Also eigentlich nicht gut, aber... Er hätte seinen Angriff, ne? Ja. Mein Libalo dürfte schneller sein. Der kriegt dann einen schönen Feuerball ins Gesicht. Es kann vom Veggie-Hunten noch Doppelkick. Hupsi. Müsste ich austauschen. Aber egal. Coverage. Nehmen wir. Okay, da hätte ich auch Schiss bekommen an seiner Stelle. Knackrack, okay. Boden und Rache. Gegen was machen? Boden und Rache. Geh mal auf Demeteros, mal gucken, was der so macht.
Drua. Also viel macht er nicht mehr. Erdbeben. Okay. Kann ich auch. Ich glaube, meins tut ein bisschen mehr weh als deiner. Wenn er ein Wahl-Item hat, wechselt er jetzt aus. Es rattert bei dem. Es rattert. Ja, der wechselt aus. Was hat er denn Schönes? Er nimmt wieder sein Polaros. Okay. Schöner Schaden. Er kommt jetzt mit einer Eisattacke an. Wenn nicht, falle ich drauf rein. Wenn er eine Eisattacke macht, hält Libero das aus. Wenn er irgendwas anderes einsetzt, habe ich ein Problem. Er kann bestimmt auch Erdbeben. Er Dynamaxed. Okay. Gewagt. Was ist denn jetzt eine deiner Eisattacke oder? Ja. Dürfte nicht zu viel machen. Nee. So gesehen ein grober Fehler von ihm, weil er verschwendet jetzt sein Polaros auf jeden Fall. Und das Dynamax hat er halt auch verschwendet. Das ist von ihm sehr ungünstig. Ich gehe mal für den... Wie viel macht das? Deiner Faust. Für den Deiner Faust. Einfach nur, damit ich meinen physischen Angriff, dass ich meinen Angriff erhöhe. Dann dürfte ich Knackach auch einheizen können. Was ist denn ein drittes Pokémon? Das hat er noch gar nicht gezeigt. So. Besiegt, Angriff erhöht. Großer Vorteil, jetzt dürfen wir nur nicht auswechseln, während wir Dynamax sind. Das könnte das vom Nachteil für uns werden. Also, dass er gerade sein Dynamax, sage ich die ganze Zeit. Ich sage das japanisch wegen dem Anime. Dass er sein Dynamax gerade verschwendet hat, mehr oder weniger, ist halt nicht so gut gewesen von seiner Seite aus. Ja, jetzt kommt er mit seinem Knackrack an. Ich kann meine Verteidigung erhöhen. Ich hoffe, der setzt nicht wieder Erdbeben ein. Aber dann müsst ihr wissen, dass ich Typ Kampf bin. Ist egal, habt ihn sowieso gewonnen, Schottet. Alter. So, Verteidigung hoch, Angriff hoch. Also, Libero tut jetzt weh. Deswegen hat er es nicht revealed. Oh, das ist natürlich bitter. Der kriegt jetzt einen großen Ball ins Gesicht. Ja. Gut, das war unser erster Kampf. Gewonnen. Okay, unser nächster Kampf steht an. Okay. Knackrack, Despotar sowie Durengard. Bringen mir ein bisschen Angstschweiß in den Nacken, aber nur ein ganz kleines bisschen. So, gegen Knackrack und Despotar würde ich eiskalte Lekryodon benutzen. Wir machen wieder Olanga fürs Setup.
Gegen Lamus. Würde ich Lecrue dann einsetzen, ja. Gegen Durengard Lieberlo. Gegen Pygraulon. Würde ich. Eventuell Olanga, keine Ahnung. Also der Krydon. Der Krydon ist ein Must-Have hier. Will ich Lieberlo benutzen? Lieberlo. Trefft halt an, aber gegen Pygraulon. Ja, viel Auswahl habe ich nicht. Komm, mach mal. Also Pygraulon macht mir am meisten Sorgen. Mit dem Psychotypen. Auf jeden Fall jemand, der den Pokédex nicht vervollständigt hat bei den DLCs. Vielleicht hat er sie ist das DLC gar nicht. Mal schauen. Okay, leadet mit Piondragi. Wahrscheinlich für die Giftspitzen. Der kriegt erstmal einen Verhöhner ab. Auf Giftspitzen habe ich so gar keinen Bock. Es hat keine Wirkung, stimmt. Puh, stimmt. Ich vergesse immer, dass Statusattacken auch vom Typen her Einfluss haben. Sugarlumps. Jedes Mal vergesse ich das. Das war ein grober Fehler von mir, ey. Ein ganz grober Fehler. Also Piondragi ist sehr gut fürs Setup. Die Art und Weise. Der hat nur eine Giftspitze rausbekommen bis jetzt, ne? Geh auf Lieberlo. Hätte ich jetzt das standardmäßige Seitenwechsel auf meinem Lieberlo, ey. Mann. Hätte der jetzt die Giftspitzen. muss ich nach der Folge ändern, wieder. Das ist normale Vergiftung. Jetzt kommt die zweite Giftspitze für Toxic. Dampfwalze. Okay, ich hätte es eher mit noch einer Giftspitze gerechnet, für den starken Gift. Initiative sinkt. Giftschleim. Busch hat der mir nicht gefällt. Gehen wir auf den Feuerball. Ich will seinen Delegator weghaben und dann will ich den richtig wegrammen, ey. Der greift vor mir an. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie schnell ist Piondragi, bitte? Ich schau mal gerade auf Pikalytics nach. Das geht ja mal gar nicht. Piondragi hat eine Geschwindigkeit von 95, ja? Libero, 119. Wie kann es schneller sein? Ich verstehe das echt nicht. Ich habe mal jetzt auf Initiative trainiert. Das Ding ist, ich bekomme den jetzt auch nicht weg so einfach, ne? Ich habe zwei Treffer für den Delegator gebraucht. Der kann jetzt einfach nochmal Delegator einsetzen. Den macht er aber nicht. Das gefällt mir gar nicht. Dieser Verhöhner am Anfang, ne? Dieser Verhöhner am Anfang.
werde nicht aufgeben, aber ich habe keine Hoffnung. Sind wir schneller mit unserem Wahlschall? Das ist die Frage. Sind wir. Guter Schaden, den ich mitnehme. So, Delegator. Fast K.O. Sehr schön. So, vom Gefühl her habe ich gleich keine Wahl mehr, was ich mache. Das ist richtig doof. Weil mit Olanga kann ich nicht offensiv angreifen. Jetzt kommt der Abschlag. Mein Wahlschall ist weg. Mist. Der hat mich einfach mit seinem Peon Draghi outplayed. Das ist von Anfang an, der hatte mich voll im Griff damit. Ich sag immer der, auch wenn er ein Charakter ist, ne? Eieiei. Komplett im Griff. Ich habe jetzt die Stärke der Elektroattacken erhöht, aber je nachdem, was für Pokémon der jetzt dabei hat, wenn der Despotar dabei hat, muss ich auf Eisattacken gehen. Das ist also gerade auch sehr suboptimal. Die Vergiftung zieht mir jede Runde 20 Leben ab. Es ist Lamus. Und jetzt ein Schutzschild. Nein. Es hat nicht für einen One-Shot gereicht, Alter. Okay. Ja, macht schon Sinn. Lamus ist shit. Nee, Leute, das haben wir verloren. Also ich glaube kaum, dass so lange noch was machen kann. Ich kann nur mit Schmarotzer angreifen. Das ist alles. Auch wenn es sehr effektiv ist gegen Lamus, das wird nichts machen. Ah. Immerhin verliere ich 1-0. Ne, also. Wenn er jetzt Pygraulon hat, ne? Der Spotter! Reflekt. Nein, ich wollte Reflektor drücken. Ich habe zu schnell gedrückt. Ich wollte erst Reflektor benutzen. Ne. Das Peon Draghi hat mich outplayed. Ich weiß noch nicht, ob es so richtig anders gelaufen wäre mit Giftspitzen. Aber ich glaube, in der nächsten Folge geben wir volle Offensive und verzichten mal auf Olanga als defensives Pokémon. Weil bis jetzt hatte ich zwar immer ein bisschen mehr ausgehalten durch Reflekt und so weiter, aber ich merke halt, dass offensiv anzugreifen, direkt vom ersten Pokémon an, richtig reinklatscht, ne? Naja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, hinterlasst einen Kommentar, was ihr gerne sehen wollen. Was ihr gerne sehen wollt. Es ist so einfach. Jo, ich bin direkt auf neue Kampf gegangen, ich muss abbrechen. Abbrechen! Abbrechen! Ich kann nicht abbrechen. Während ich den Kampf genieße, mehr oder weniger,
wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und man sieht sich in der nächsten Folge.